Heroes of Azeroth, I have witnessed our end. Demonic armies spilling over the horizon and on to our shores. Heed my warning, the Burning Legion has returned. Moin moin und herzlich willkommen zu... More determined than ever before, these demons seek to annihilate everything upon Azeroth. No single person can stand against the Legion alone. And so you came to me. I will deal with these intruders. No, she wouldn't. I knew we couldn't trust her! In the end, death claims us all. The Legion cannot be stopped. Ja, nee, Moment. Ich kann jetzt ja hier nicht so viel Werbung zeigen, sonst denkt ja jeder, dass sich mein Product Placement landet. Wobei, ich habe den Key tatsächlich umsonst bekommen. Also möglicherweise ist es ja sogar eins. Aber seien wir ehrlich, das wird doch sicherlich sowieso ein Irrtum gewesen sein. Wegen meiner exorbitanten Reichweite haben sie mir bestimmt nicht zugeschickt. Okay, ganz ruhig bleiben. Schauen wir mal, ob noch was mit dem restlichen Material zu retten ist. Das macht schon mal Lust auf mehr, würde ich sagen. Ich könnte natürlich jetzt einen meiner beiden Charaktere auf den Ramp Thrall nehmen. Die sind nicht so hochlevelig, aber glücklicherweise kann man ja trotzdem den Content spielen, weil Legion sich ja anpassen soll, habe ich mir sagen lassen. Also die verschiedenen Gebiete von Legion passen sich meinem gegenwärtigen Level an. Aber wer bin ich denn? Es gibt ja auch eine neue Charakterklasse, nämlich den Dämonenjäger. Und den wollen wir uns jetzt auch anlegen. Weil mein Hexenblitz, ein Hexenmeister, und mein Druidenblitz, ein Druide, die haben ganz andere Probleme momentan, möchte ich sagen. Aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Lasst mich erstmal einen neuen Charakter erstellen. Und zwar, neuen Charakter erstellen. Und zwar, ich will... Wo ist der Dämonenjäger? Okay, das ist unglücklich. Mann, bin ich schlecht vorbereitet an die ganze Geschichte rangegangen. Wahrscheinlich ist alles, was ich eben erzählt habe, totaler Unsinn. Aber glücklicherweise habe ich hier noch zwei Charakteraufwertungen liegen. Da werde ich jetzt eine von benutzen und dann kann das endlich so richtig losgehen. Wir werden jetzt einen neuen Charakter erstellen, nämlich einen Dämonenjäger. Das ist nämlich die neue Charakterklasse, die es jetzt gibt hier in Legion. Der fängt gleich mit Stufe 98 an. Aha. Und ich glaube, es können nur Elfen sein, also Nachtelf oder Blutelf. Je nachdem, ob man Horde oder Allianz spielen möchte. Ich nehme Allianz, weil, ne, das soll's. Und Geschlecht machen wir männlich. Das ist einfach so. Und das soll's eigentlich auch schon gewesen sein. Ich glaube, man kann noch ein bisschen sich was angucken. Aber ich lasse mich eigentlich gerne so ein bisschen überraschen, was da so passiert während des Spiels. Denke ich mal. Aber wir können das natürlich mal ganz kurz überfliegen. Aber es spielt eigentlich fast keine Rolle, weil wir werden es ja gleich selbst erleben. Was soll das? Deswegen, lasst uns noch ein wenig an dem Charakter rum. Weil, ne, das Auge spielt ja mit. Das muss man ja mal so sagen. Ich fange meistens bei der Friese an. Ne, bei dem Bart muss ich natürlich anfangen. Deswegen, das könnte jetzt einen Augenblick dauern, aber habt ein bisschen Geduld mit mir. Was ist das denn? Was ist das für eine enttäuschende Auswahl an... ja, da ist ein Vollbart. Sehr schön. Ich wollte ihn drehen.
jetzt Welt betreten. Na gut, schauen wir mal, was jetzt abgeht. Ich bin gespannt. Illidari. My demon hunters. With countless worlds burning in the Legion's wake, you answered the call. Yet these mortals in their ignorance have come to destroy their own salvation. Our time is short. I will deal with these intruders. You must venture to Mardoom and retrieve the Sargerite Keystone. Now go, but remember, should you fail, all worlds will burn. Kein Druck, ich sehe schon. Da bin ich. Oh Mensch, du. Ich sehe einfach klasse aus. So, was gibt's sonst zu sagen? Was kann ich denn? Ich kann laufen. Sargeras' Keystone is the crux of my plan to defeat the Burning Legion. It is also your only way back. Find it and return to the Black Temple. Okay. Azeroth must not fall. Death to the Legion. You heard, Lord Illidan. Let's find that keystone. With it, we'll be able to invade any Legion world, even Argus. Kill them all! Wie macht ihr das denn mit euren... Geil! Ich hab Flügel! Oh, wie fett ist das? Was ist da so? Ich bin ja eigentlich großer Fan davon, immer auch mal ein bisschen rumzugucken, was sonst so los ist. Was kann ich denn? Okay, das hat mir jetzt nicht so... Ich hab überhaupt nichts für die Entfernung oder was. Aber ich teil ganz gut aus, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt die ganze Zeit auch das Klicken meiner Tastatur hören, aber da müsst ihr jetzt durch. Was seid ihr denn für kleine Pinscher? Was? Was ist das denn? Sammelt er das von alleine ein? Ja. My life for the Legion. Ja, läuft, würde ich sagen. 5 von 15, ach so. Ich dachte, ich muss nur 5 erledigen. Das Schöne ist, das kann ich jetzt ja so ein bisschen nebenbei erzählen, warum ich der Meinung bin, dass möglicherweise das Ganze, dass ich diese Key bekommen habe, Mitleid ist. Ist tatsächlich. Ich habe World of Warcraft als Vanilla gespielt. Also wirklich das allererste World of Warcraft, als es damals rauskam. Sogar in der Beta habe ich das gespielt, ja. Das war auch ganz toll. Also ich meine, heutzutage Sachen wie ihr da so von wegen, dass ihr, das nimmt er mir den hier weg, dass ihr zum Beispiel eine Taste drückt und alle Taschen seht oder so eine Scheiße, ja. Das gab's damals nicht. Also wir mussten noch jede Tasche einzeln öffnen, nur dass das klar ist. Und jeden einzelnen looten und, ne, looten und leveln, ihr kennt das. Jedenfalls, den macht er mir wieder hier. Jedenfalls hatten es damals schwer. Das wollte ich damit nur sagen, ja. Ihr habt es heute wirklich einfach, wenn ihr World of Warcraft einsteigt. Also so sag ich mal, benutzerfreundlich, wie das heutzutage alles ist. Das hatten wir aber. Wir hatten ja nichts. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe World of Warcraft wirklich in den Anfängen gespielt und ich hatte trotz alledem auch eine Menge Spaß. Auch wenn die Server damals noch nicht so stabil waren. Aber man war halt ganz am Anfang mit dabei.
Schlussendlich bin ich aber irgendwann abgesprungen, sage ich mal, von diesem fahrenden Zug, weil ich im Grunde schon gesehen habe, wohin mich das Ganze schicksalmäßig führen würde. Nämlich in eine Zeit, wo ich niemals wieder irgendwie Freizeit haben würde, außer sie in Azeroth zu verbringen. Wo muss ich eigentlich hin? Weil während ich laber, kriege ich schon wieder nichts mit dir. Jedenfalls habe ich dann also irgendwann den Absprung geschafft. Aber jedes Mal, wenn neue Erweiterungen rauskommen, hat man natürlich Bock, da irgendwie ein bisschen einzusteigen. Too far away. Invasion beginnt. Was soll ich tun? Okay, jetzt habe ich das Banner gehisst. Jace, Alari, find the keystone. Now, bist du der Schlüsselmeister? Gut, dann aktivieren wir mal das Portal. Ah ja, Dialoge, die das Leben schreiben. Erzähl mir ein bisschen was. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich skippe jetzt mal ein bisschen durch das Material. Geht ja gar nicht. Lies ich da erstmal in Ruhe und erzähl nichts mehr. Stelle ich mich wieder zu blöde an, ne? Nee, warte mal, der Gegner ist gar nicht da, der ist gerade gelegt worden. Das ist das Thema. Oder auch nicht. I present you with a gift from Lord Illidan himself. My forces are yours. Na, das ist doch mal was. We will assist in establishing the volcano foothold. Okay, Junge. Ashton, forward! Super, Jungs. Macht was draus. Bin ich eigentlich gerade auf dem richtigen Weg hier? Ja, du bist doch ein gewaschener Lappen, bist du doch. So. Okay. Natürlich jetzt assig, den Basilisken auch anzugreifen nebenbei. Alter, was bist du denn? Okay, Jungs, ich muss mal weg hier. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Nein, ich wollte auch gerade was mampfen. Okay, das soll ich vielleicht besser rausschneiden. Und jetzt atme ich nur noch schwer vor mich hin und erzähle gar nichts mehr? Eigentlich wollte ich eine gottverdammte Geschichte erzählen, fällt mir da gerade auf. Und zwar wollte ich erzählen, es ist, warum ich der Meinung bin, dass ich den Key eigentlich eher bekommen habe aus Mitleid. Und zwar nämlich Folgendes. Ich habe vor kurzem wieder angefangen, World of Warcraft zu spielen, weil, ne, Oldschool World of Warcraft Spieler und natürlich irgendwie derbe Bock, mal wieder reinzuschnuppern. Was war jetzt hier? Nix war hier. Jedenfalls, also angespornt durch das frühzeitige Erscheinen von Legion, dachte ich mir natürlich so, ey, ja geil, ich werde mal reinschnuppern, was so geht. Was bist du für eine? Jedenfalls, was ist denn hier sonst noch? Hier stehen ja überall Leute rum. Nur wenige Minuten später. Ich wollte sagen,
Ich kann mich gar nicht konzentrieren, während ich hier spiele. Das ist alles so aufregend. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. Also, meine Güte, ich komme hier nicht zu gar nichts. Was ich sagen wollte ist, ich habe wieder angefangen zu spielen, habe einen nagelneuen Charakter angelegt, und zwar auf dem Server, auf dem Ram Thrall. Und zwar einen Hexenmeister, weil da hatte ich irgendwie Bock drauf. Wenn man sich das Charakterbild so ein bisschen anguckt von dem, könnte man ja gegebenenfalls auf die Idee kommen. Was? Ist jetzt auch egal. Machen wir erstmal die Jungs hier platt. Ein paar Sekunden später. Naja, dann habe ich jetzt einen Augenblick Zeit, mal kurz zu erklären, warum ich der Mann. Like me, you have an immortal demon soul. You cannot truly die. Instead, your soul will make its way to the twisting nether. There you will wait until you can find a suitable body to inhabit. Now get back into your corpse while there is still time and bring me the keystone. 20 Minuten später. Ich wollte sagen, um mich jetzt mal ein bisschen selbst reinzureißen hier, ist nämlich Folgendes. Ich habe vor kurzem den Hexenblitz ja erschaffen und habe dann ja festgestellt, geil, ein Worden wollte ich machen, also die, sag ich mal, die Werwolfartige Rasse. Was habe ich jetzt getan? Eine Stunde später. Ich komme einfach zu nichts hier. Also. Was ist das denn Feines? Sehr, sehr, sehr viel später. Und vielleicht schaffe ich es auch endlich, nebenbei zu erzählen, warum möglicherweise ich den Key einfach aus Mitleid bekommen habe. Ich versuche das jetzt nochmal. Nein, jetzt ist Schluss. Ich mache das jetzt selbst. Weil seien wir ganz ehrlich, diese ganze Wartezeit, euch so auf die Folter zu spannen, die Geschichte ist gar nicht so toll. Aber ich erzähle sie euch jetzt endlich, damit das Ganze ein Ende hat. Also, ich habe einen neuen Charakter erstellt, einen Worgen-Hexenmeister. Und dann habe ich mal so geguckt, was habe ich denn sonst noch so an Charakteren, weil ich ja schon ein bisschen länger immer mal wieder reingeschnuppert habe bei WoW, nachdem ich damals initial aufgehört hatte. Und was stelle ich fest? Da ist ein Tauren-Druide. Und der hat auch noch Stoffverarbeitung als Spezialität gehabt. Und der hat große Taschen und der hat schon Gold und der hat geile Ausrüstung. Und weißt du was? Das verkaufe ich jetzt alles und schicke mir den Shit zu. Gesagt, getan. Der nackende Tauchendruide steht also vor dem Briefkasten und versucht das dem Worgen-Hexenmeister zu schicken. Unglücklicherweise kriege ich natürlich die Meldung, falscher Server. Einige von euch werden schon denken, worauf das Ganze hinausläuft, aber ich denke mir dann so, oh ja Mensch, das ist natürlich unglücklich, was mache ich denn jetzt? 20 Euro Echtgeld kostet einen Charaktertransfer. Ja, ich gebe zu, der Blitz ist nicht der cleverste und deswegen habe ich das auch gemacht. Also, umgezogen, der Tauren-Druide steht immer noch nackend vor dem Briefkasten, aber diesmal auf dem richtigen Server. Ich versuche mir wieder den ganzen Shit zuzuschicken, stelle fest, feindliches Ziel. Ja, einige von euch werden es schon vorher geahnt haben, der Tauren-Druide ist Horde, während mein Worgen-Hexenmeister Allianz ist. Was soll ich sagen, zu meiner Verteidigung? Erstens, ich war schon lange nicht mehr aktiv in WoW und zweitens, der Tauren-Druide, wenn man sich das Charakterbild anguckt, das ist eine Kuh. Der sieht so freundlich aus. Da denkt man doch, das ist Allianz. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. 20 Euro später, mein Hexenmeister ist genauso, naja, gut oder schlecht ausgerüstet wie vorher. Aber ich habe dazugelernt. Und möglicherweise hat irgendjemand bei Blizzard das ja sogar mitbekommen und sich gedacht, was ist das für eine Pfeife? Dem schicken wir, glaube ich, mal einen Key. Vielleicht ist es aber trotzdem auch nur ein Product Placement. Wer weiß. Wie auch immer, ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß mit diesem Video. Denn der Blitz hat euch lieb. Weitermachen.